Wer hat das zu tun gehabt? Wir brauchen irgendjemand, der uns helfen kann. Ich meine, inventarmäßig haben wir irgendwas mit, was wie Taucherklamotten aussieht. Ja? Gewicht hätten wir, vielleicht auch den Keuschheitsgürtel als Gewicht, aber... Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Aber wahrscheinlich... Die hat was mit Wasser zu tun? Tiernot, Kalor, was so? Nein. Bis später. Die ist irgendwie zu einer Art Statistin da degradiert, ne? Du hier irgendwas? Nee. Bleib locker. Übrigens, seine Brüder sind nicht mehr da, ne? Schon mal aufgefallen? Die in Leder hier vielleicht? Rosalie. Mit der Superstimme. Nee. Ich muss weg. Nichts Neues. Nichts Neues, das können wir auch nicht mitnehmen. Was ist das hier? Man kann nicht genug Unterlagen bei sich haben. Shawnee ist weg. Abno-Tauchanlage. Hier steht drin, wie man richtig tief tauchen kann, ohne zu ersticken. Aha, mal nachlesen. Also, erst einatmen, dann Luft anhalten. Und dann abtauchen. Ha, das klingt einfach. Nee, oder? Das wär's ja. Warte mal. Minus 13, minus 10, ne? Nee. Doch. Oh. Was? Minus 10, minus 13? Oh. So, wo sind die Koordinaten? Minus 11, minus 13. Sah ich doch. War ich ja fast richtig. So. So, und jetzt runter. Wenn ich wüsste, wie man ewig lange die Luft anhalten kann. Das weißt du doch hier. Das muss die Stelle sein, wo der Server im Wasser steht. Okay, das Heftchen erklärt mir, wie man das mit dem Abtauchen macht. Hättest du nicht irgendwie eine Tauchglocke improvisieren können? Du weißt schon, irgendwo hier im Archipel eine Salatschüssel finden, mit Klebeband abdichten, Luftzufuhr mit umgebauten Feuerlöscher und ja, so. Ja, das genau. Hätte eher zu dir gepasst. Ja, aber es gab kein Budget mehr für Assets. Was sind Assets? Keine Ahnung, aber die Stimmen in meinem Kopf sagen, dass sie zu teuer sind. Sogar jeder Satz von uns ist ein Asset. Okay, dann halte ich jetzt die Klappe. Ein Glück, dass wir unter Wasser sowieso nicht sprechen können. Wieder was gespart. Das muss die Anzeigetal sein. Das Schiff, mit dem die Gründervölker das Archipel entdeckt haben. Hier ist ein Schlüsselstein in der Nähe. Ist ein Tier. Vielleicht hast du auch einfach die Schlüsselkrankheit. Und das da hinten muss der Server sein, von dem Doc geredet hat. Monkey Island 4. Das ist Monkey Island 4. Kühlvorrichtung? Das ist eine Fliegerbombe. Wirst du Teufel hat so ein abgelegenes Archipel bombardiert? Ich mach mal kurz an, ja? Aber nur kurz. Das ist eine Fliegerbombe. Wirst du Teufel hat so ein abgelegenes Archipel bombardiert? Ich fasse es nicht mal mit der Fingerspitze an. Das ist eine moderne Wasserkühlung für Serverfarmen. daran kann ich nichts machen. Das läuft über die Steuerung am Server. Die Serverfarm der Internetpiraten. Da ist ein Eingabefeld dran. Das sollte ich benutzen. Da ist ein Eingabefeld dran. Das sollte ich benutzen. Ach so, das da. Ich soll den Server aufdrehen. Also wollen wir mal. Da scheint man noch mehr rausholen zu können. Okay, jetzt volle Serverleistung. Dann werden sich Doc und LeCat freuen. Oh, der Server ist offenbar überlastet und musste die Kühlung verstärken.
Ist doch gut, wenn er die verstärken musste. Was haben wir denn noch hier? Ein Fischernetz, das nehmen wir mit. Ich nehme es mit. Die Korken sorgen für Aufsehen. Ach so, ich dachte, damit hätten wir das Lab-Dingens da machen können, ne? Vielleicht können wir die Bombe damit wegschaffen. Ja, das schafft ein wenig für Aufsehen an der Bombe. Aber ich weiß noch nicht. Schwimmflügelkiste. Die Schwimmflügel sind nicht los und nehmen sie mit. Guten Aufzug haben die. Aber der reicht, glaube ich, noch nicht aus, der Auftrieb, hä? Vielleicht sollte ich besser in Deckung gehen. Oh, ich dachte, wir... Oh, so war das aber nicht geplant. Ich dachte, wir wollen die Bombe mitnehmen oder so. Zum Glück war das Schiff schon gesunken. Na, wenn, dann wäre es jetzt gesunken. Der Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Und danach wird er in die Luft gesprengt. Der soll hier ruhig weiter schwimmen. Da ist er, der Schiffstein. Da, das sieht jetzt aber Schlag auf Schlag hier, hä? Finde den Schlüsselstein von Sir Muffington. Hallo, bist du hier? Ja. Wie ist der Status? Ich habe die Gruppe versammelt. Wir warten auf Anweisungen. Gut. Ich muss noch einige Dinge vorbereiten und meine Spuren verwischen. Ich habe auch El Kommandante eine Nachricht zukommen lassen. Er wird bald eintreffen. Dann können wir planen, wie wir Prune vernichten. Sehr gut. Es wird Zeit für... La Revolution! Ist das die Stimme, Monty? Larry, wie stellst du dir denn den Abend deines perfekten Tages vor? Irgendwann fragt meine Frau, was ich zu Abend essen möchte. Weil das Hausmädchen ja immer noch frei hat. Genau. Und du nicht kochen kannst. Du kennst mich so gut. Was ist denn dein Lieblingsessen? Hackbraten aus lokalen Spezialitäten, Auflauf mit extra viel... Burger aus Fleisch von einem anderen Kontinent. Würstchen-Gulasch mit Haselnusscreme und Ketchup. Ich esse ja wirklich nicht viel Fleisch, ja. Also sehr, sehr selten, wenig. Aber Hackbraten, so ein richtig guter Hackbraten. Oder Burger, Schöner Auflauf. Oh, jetzt krieg ich Appetit. Ja, das muss nicht sein. Also, ja, hätte ich jetzt nichts einzuwenden, müsste man gucken, was... Aber... Ach komm. Auflauf mit extra viel Sahne. Okay. Dann haben wir ein ganz romantisches Abendessen. Und danach... Ich kann es mir denken. Sex. Und wie immer hatte ich recht. Meine wunderschöne Frau wartet schon in Reizwäsche auf mich. Was dann passiert? Du weißt schon, das wäre dann mein perfekter Tag. Und weißt du was? Von mir aus könnte jeder Tag so sein. Kann mir vorstellen, dass dir das gefallen würde. So, erstmal die Untertitel. Wolli nimmt den Burger, okay. Eigentlich war alles lecker, bis auf den letzten Teil, den kannte ich nicht. In der Form. Achso, speicher mal. Wir haben jetzt alle drei Teile. Kann ich die jetzt hier zusammenfügen? Ich sag doch. Das lässt sich nicht kombinieren. Warum nicht? Das hilft mir nicht. Warum nicht? So, wir haben... Ja, wir sind jetzt immer noch nicht weiter, ne? Die Labra müssen wir noch hinkriegen. Wozu brauchten wir denn jetzt eigentlich die Schlüsseldinger-Steingeschichte? Achso, die brauchen wir für das Heiligtum, ne? Das Wichtige, Richtige. Konrad Schlüsselstein.
2. Ich glaube, wir sollten uns die Ruinen jetzt hervornehmen. Da bauen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Da. Können wir vielleicht da irgendwas tun? Sieht bedrohlich und ziemlich alt aus. Das ist gut so, wie es ist. Okay, der bekommt nicht die Sachen. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Was können wir hier machen und warum? Das ist, glaube ich, die Hauptfrage. Warum? Was ist die Steintür? So bekomme ich die nicht auf. Okay, die Sachen passen da nicht rein. Ich glaube, das Thema ist erledigt und geerdet. Hey, ich kann für euch den Spielleiter machen. Was? Du? Siehst gar nicht danach aus. Was meinst du, was ich für eine Fantasie habe? Du musst aber für uns alle hier wirklich was zu bieten haben. Klar doch. Wir wollen aber auch an einem Ort spielen, der perfekt für uns ist. Wie stellt ihr euch den vor? Wir wollen echte Helden sein und Todesfallen meistern. Je gefährlicher, desto besser. Kennst du so einen Ort? Nee. Ich muss erst noch den perfekten Ort für das Lab finden. Aber wir haben's doch. Sag Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Aber eigentlich mit den Echsen... Ich muss weg. ...haben wir doch die hier mit der Echse. Ich kann für euch den Spielleiter machen. Meinst du, das ist was für dich? Ach, er soll es ruhig mal versuchen. Hauptsache, ich kann dabei gegen Echsen kämpfen. Wir brauchen aber auch das perfekte Setting für uns. Hast du eins gefunden? Oh. Ja, ich weiß genau, wo ich euch ein tolles Lab bieten kann. Ja, toll. Los geht's. Okay, los geht's. Ich kann's kaum erwarten. Ich mag das hier nicht. Die beobachten mich. Ich kann es fühlen. Fang an. Also, euer Raumschiff ist auf einem fremden Planeten abgestürzt. Dort gibt es die Überreste einer uralten Zivilisation. Gut. Der steht auf der Falltür. Da nähert sich etwas. Es ist... eine körperlose Intelligenz. Oh, wie in Folge 165. Schnell, das Wesen erfasst Besitz von... Smoky, Aubergine im Alpaka? Einer Echsenstatue. Jawohl! Die Echse erwacht zum Leben. Knirschend nähert sie sich dir. Ich konsultiere das Sternflottenhandbuch zu den Verhaltensregeln beim Erstkontakt mit besessenen Echsenstatuen. Ja, das auch. Aber da holt sie aus und will dich zerschmettern. Du... stirbst. Hex. Du modulierst die Pulsfrequenz. Na klar, Star Trek. Komm. Modulierst die Pulsfrequenzen deines Tricorders auf Alpha 7. Denn so werden die molekularen Strukturen der Echsenstatue neu kalibriert. das wollte ich gerade sagen. Die Statue ist erstarrt. Schnell!
Rennst du schreiend davon, rufst du die neue Weltordnung aus, buddelst dich ein, klärst du dein weiteres Vorgehen mit dem... Na klar. Klärst du dein weiteres Vorgehen mit dem Sternenflottenkommando ab? Ja, genau das mache ich. Tolle Geschichte. Aber was mache ich jetzt? Die Echsenstatue steht auf einer tödlichen Falltür. Langsam erwacht sie wieder zum Leben. Im letzten Moment ziehst du den Hebel. Ja! Die Aliens haben ihn entführt! Hallo? Alles in Ordnung da unten? Hab ich die körperlose Intelligenz besiegt? Natürlich! Du bist der Held des Tages! Das war toll! Ich hab sogar mein Hemd aufgerissen und blute! Warum ist eigentlich mein Bein so verdreht? Ich glaube, ich brauche eine Pille. Ich rufe dann mal den Bordarzt. Warum ist mein Bein so komisch verdreht? nee. Ich glaube, ich brauche eine Pille. Können wir jetzt da durch? Ui, ist das dunkel hier. Ich sollte erst mal Licht anmachen. Sieht wie ein Mond aus. Oh. Das sieht ziemlich gefährlich aus. Hm. Ich habe eine Idee, wer genau danach sucht. Ja. Hallo? Noch jemand da? Nein. Ein bisschen weh tut das schon. Kann ich vielleicht ein paar Sternflottentabletten haben? Hier raschelt irgendwas. Vielleicht ist es ja ein Sklavenmädchen von Orion. Oh, es ist ein Dachs. Nein, Dachs, du sollst nicht das Blut weglecken. Du sollst auch nicht mein Bein anknabbern. Nimm das. Piu, 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 piu. Genau, weg mit dir. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Mit Verstärkung oder so. Wie die Ramelaner. Er tut mir ein bisschen leid. Er tut mir ein bisschen leid. Okay, die Action und so weiter, das wollen bestimmt die anderen beiden hier. So, ich hab was für euch. Hey, ich kann für euch den Spielleiter machen. Was, du? Siehst gar nicht danach aus. Was meinst du, was ich für eine Fantasie habe? Du musst aber für uns alle hier wirklich was zu bieten haben. Klar doch. Wir wollen aber auch an einem Ort spielen, der perfekt für uns ist. Wie stellt ihr euch den vor? Wir wollen echte Helden sein und Todesfallen meistern. Je gefährlicher, desto besser. Kennst du so einen Ort? Ja, klar. Ja, ich weiß genau, wo ich euch ein tolles Lab bieten kann. Was meinst du, Kyle? Probieren wir es aus? Warum nicht? Langweiliger als hier kann es nicht sein. Also los. Okay, dann fang mal an. Ich hoffe, es geht um eine sexy Space-Prinzessin. Okay, warum nicht? Also, die wunderschöne Prinzessin namens... Prinzessin Frau Blücher Blondie. Okay. Leela, die hübscheste Frau des Universums, ist aus dem Palast auf ihrem Heimatplaneten Erde 2 Pluto Wiesbaden. Ich glaube, das ist ein Planet, ja. Sexmania entführt worden. Dahinter stecken fiese Aliens, die mit ihr schreckliche Sachen anstellen wollen. Oh, was hat sie denn an? Praktische Kleidung mit vielen Taschen, weite Gewänder, eine realistische Rüstung, ein hochgeschlossener Brustpanzer. Na, Goldbikini, logisch. Einen Goldbikini. Perfekt. Doch zum Glück sind zwei strahlende Helden ihr gefolgt, um sie zu retten.
Das sind wir, Finley. Ich weiß, du Dumpfbacke. Weiter! Die beiden dringen in die Raumstation ein, in der die Prinzessin gefangen gehalten wird. Sie kämpfen sich vor bis zum Gefängnistrakt. Doch der ist voller tödlicher Fallen. Na, Hammer! Ich kann die Prinzessin fast schon vor mir sehen. Ja, ich bin auch total drin. Wir müssen sie retten. Die Prinzessin wartet auf ihre beiden Helden. Doch das Schicksal hat ihnen viele tödliche Fallen in den Weg gestellt. Oder die Aliens. Hey, das muss jetzt aber auch so richtig unsere Fantasie anregen. Ja, ich will mir total gut den Palast vorstellen. Am besten machst du dann das Licht aus, damit wir uns im Dunkeln so richtig gehen lassen können. Oh, tolle Idee. Okay, das bekomme ich hin. Hier. Ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Ich mach mal dunkel. Ich mache jetzt das Licht aus und euer Abenteuer beginnt. Sag uns genau, was wir tun müssen, um die tödlichen Herausforderungen zu meistern, die vor uns liegen. Okay, das sollte kein Problem sein. Sie werden schon nicht tödlich sein, hoffe ich. Also, es nähert sich euch ein bissiges Tentakelmonster. Ihr... Rollt euch nach vorne ab, hüpft ihr auf der Stelle auf und ab, fangt ihr an zu tanzen, macht ihr einen Hechtsprung, duckt euch so tief wie möglich, rennt ihr geradeaus so schnell ihr könnt. Hechtsprung finde ich gut. Macht einen Hechtsprung. Halt durch, Prinzessin. Wir sind schon unterwegs. Und zieh schon mal den Goldbikini aus. Ach, los geht's. Jetzt springen pew, die über pew, die Dings rüber. Pew, 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 pew. Bom, bom. Ihr entkommt dem Tentakelmonster, aber es tauchen Palastwachen auf. Da schießen die Wachen auf euch. Ihr... Warte mal. Hier waren ne Dings hier. Jetzt sind die hier rübergerollt. Hier war ein Kreuz aufgemalt. Oh Gott, warte mal. Oh, ich habe mir die Pfeile nicht angeguckt. Irgendwo gab es hier Stacheln oben drüber. Duckt euch so tief wie möglich, ruft nach eurer Mami. Haltet ihr ganz still, hüpft auf der Stelle auf und ab. Nee, fangt ihr an zu tanzen? Nee, ducken. Duckt euch so tief wie möglich. Durch die Schüsse stürzen die Wände ein. Ihr... Rollt euch da vorne ab. Hüpft ihr auf der Stelle auf und ab. Das ist, glaube ich, tödlich. Tanzend passt nicht. Ihr legt euch flach auf den Bauch. Duckt euch so tief wie möglich. Warte mal, rüberspringen, irgendwo hier ducken. Irgendwas war hier. Und hier kam so eine, ich glaube, waren das so eine Dings, da muss man... Rollt euch nach vorne ab. Hep, Achtung, dort! Wir kommen, Prinzessin! Aber dann erscheinen die intergalaktischen Todesstrahler aus den Wänden. Ihr... Also jetzt kommen, glaube ich, die Pfeile, ne? Rennen. Das ist diese typische Szene. Du musst dann rennen und hinter dir machst du eine... Rennt geradeaus, so schnell ihr könnt. Wir sind gleich da! Nichts hält uns auf! Los! Es hat funktioniert! Wir haben alle Fallen besiegt! Das war ein großartiges Abenteuer, Larry! Wie geht's jetzt weiter? Ach, das Ding war's! Ihr habt euren Teil zur Rettung der Prinzessin beigetragen. Sie liegt euch zu Füßen und ist euch ewig dankbar. Bald wird sie ihren Goldbikini ausziehen und euch zu sich rufen. Und was machen wir bis dahin? Ihr müsst einfach hier warten. Ich dachte, hier wären Stacheln oben drüber gewesen, ne?
Aber wir waren trotzdem richtig. Das war der Hechtsprung. Das war das Geducktbleiben, weil... Hier hatte ich gedacht, waren Piekser, weil hier der Piekser da war. Die hier oben so, ne? Deswegen da langrollen. Aber okay, es war ein Stampfer. War jetzt nicht so schlimm? Hat ja funktioniert. Hey, können wir jetzt zur Prinzessin? Es muss doch jetzt soweit sein. Noch etwas Geduld. So, und hier waren dann nachher die Dinger, was du auch sagtest, Wolli, ne? Und dann so schnell wie möglich vorbeilaufen. Okay, jetzt geht's hier weiter. Ziemlich dreckig hier. Darunter scheinen irgendwelche Symbole zu sein, aber unter dem Dreck sind sie kaum zu erkennen. Und die Symbole brauchen wir, um die Tür aufzumachen. Verständlich. Okay, dann haben wir noch was für unseren lieben Roger Wilco. Die Weltraumputze. Siehst du, die Spiele könnte man sich auch noch vornehmen. Ich glaube, den 3., 4., 5. und 6. habe ich so in Deutsch. So, mein Lieber. Ich kann dir als Spielleiter eine tolle Geschichte bieten. Echt? Kann ich da drin auch putzen? Ja? Am besten spielt das an einem total verdreckten Ort, wo ich heldenhaft putzen muss. Kennst du so einen hier? Aber sowas von. Ja, ich weiß genau, wo ich dir ein tolles Lab bieten kann. Mein Wischmopp ist hungrig. Los geht's. Soweit ich das verstanden habe, musst du jetzt eine spannende Geschichte erzählen und ich muss mit meinen Fähigkeiten darauf reagieren. Genau. Also, du schlüpfst in die Rolle von... Nee, Roger Wilco ist die Hauptfigur der Adventure-Spielereihe von Sierra, und zwar Space Quest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist auch eine sehr, sehr interessante Reihe, aber eben halt, jetzt muss ich kurz überlegen, 1 bis 3 sind typisch wie die King's Quest-Reihe, glaube ich, auch bis zum 4. Teil, also sprich per Cursor-Tasten steuern und dann eben Textinterpreter. Und 4 war, glaube ich, schon das erste grafische, also mit Mausunterstützung und allem drum und dran. Und 5 und 6 war dann so ein ganz seltsamer Comic-Look. Das war Captain Graham, Commander Sonny, Marge Spielberg und Oberreinigungsgefreiten Roger Wilco. Na klar. Oberreinigungsgefreitem Roger. Oh. Aliens haben das Raumschiff angegriffen, in dem du zur Crew gehörst. Ein einzigartiger Sternengenerator ist an Bord. Du bist nun das letzte lebende Crewmitglied. Das gefällt mir. Gerade so kannst du mit einer Rettungskapsel aus dem Raumschiff fliehen und landest auf einem seltsamen Planeten. Und den putze ich. Nein, dort begegnest du... Tentakelmonster, einem Roboter, einem kleinen petzigen Wesen von Alpha Centauri, einem schwebenden Kopf. Und zwar einen großen. Einem schwebenden Kopf. Und dann? Du kämpfst auf dem Planeten gegen ein fürchterliches Wesen und darfst dann weiterreisen. Das klingt jetzt etwas improvisiert. In einer nahen Stadt kaufst du dir ein kleines Raumschiff. Das geputzt werden muss. Du schaffst es, zurück zu dem Raumschiff mit dem Sternengenerator zu fliegen und es zu infiltrieren. Mit deiner ganzen Intelligenz trickst du die Aliens aus und schaffst es bis zum Sternengenerator, um diesen... zu putzen, zu zerstören, umzubringen, zu pimpern. Zu putzen. Zu putzen. Das ist ja genau mein Ding. Wo ist der Sternengenerator, den ich putzen muss? Genau hier auf dem Boden. Dann lege ich mal los. Oberreinigungsgefreiter Roger putzt, um die Welt zu retten. Erzähl dir die korrekte Geschichte von Space Quest. Oh. Was haben wir jetzt hier? Ist es wieder so ein Drei-Phasen-Ding hier?
Hier von wegen so in der Reihenfolge? Ich nehme mal, ich probiere mal. Weil die Schleifspur, die interessiert mich da. Das ist nicht das, ne? Nee. Die Figur gibt es gar nicht. Okay. Müssen wir also extra aufpassen. Das nicht. Das. Dann kommt hier das hier. Kommt hier an der zweiten Stelle. Dann kommt hier entweder der oder der. Aber das Auge hatten wir nicht. Wir haben, wenn dann, das mit den Halbkreisen. Okay. Probieren wir mal. Ein Auge und ein... Das erste ist richtig. Das Auge und ein Dreieck. Hatten wir ein Auge? Das da. Na komm. So, jetzt aber. Ah, das hat funktioniert. Na, jetzt bin ich mal gespannt.